herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier mit dem Hans-Peter. Moin. Hallo. Moin. Also gut geschlafen in meinem Gästezimmer. Ja, ich bin noch ganz schön müde. Ja, ist halt immer so, wenn man irgendwo Neues schläft. Ja, ich war echt müde. Es sah erst gar nicht so aus, aber es ist echt wie eine Luxusvilla fast. Ein kleiner Kasten hier, aber... Ja, ich muss mal gucken, vielleicht irgendwann, wenn ich mehr Geld habe, dann lasse ich mir hier ein gescheites Haus hinstellen. Ja, das aber ist ja nicht für die Ewigkeit. Nee, aber für einen Übergang und bis jetzt, da hat es gut gereicht. Ja, finde ich auch, das reicht gut. Bin mal gespannt, was unser aktueller Bürgermeister noch sagt. Oh ja. Nachdem wir ihm gestern so vor den Kopf gestoßen haben. Gut, jetzt muss ich irgendwo... irgendwo muss ich... Hast du Ahnung, wo ich Mist herkrieg? Ich glaube, das Lohnunternehmen hat Mist. Wer? Das Lohnunternehmen. Das Lohnunternehmen, dann muss ich bei denen mal gleich anrufen. Ich meine, die haben da sowas. Okay, gut. Dann bis die Tage, gell? Tschüss. Ja, tschüss. Aber jetzt mache ich erstmal kurz bei den Schäfchen sauber. Na, warte mal. Vielleicht kann ich hier noch. Beim Gewächshaus gleich was reinkippen. So. Ach, das ist schon voll. Schauen wir mal. Ich weiß schon, als was er wieder kommt. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe zwei Fragen. Schießen Sie los. Nummer eins, wie geht's meinen Feldern? Genau, da war was mit Ansehen, ne? Haben Sie das schon wieder vergessen? Ein Businessmann, das vergisst man schnell. Ja, aber Sie wissen schon, dass es Ihr Business ist, hier ansehen. Ja, kümmere ich mich drum. Okay, andere Frage. Haben Sie Mist? Brauche ich ein bisschen Naturdünger für mein Gewächshaus? Ja. Haben Sie was da? Da habe ich was doch. Okay, dann würde ich vorbeikommen und was abholen. Würden Sie mit einem Anhänger kommen? Ich nehme meinen Fliegel mit, ja. Ich komme mit Anhänger. Okay, wir könnten in der Zeit noch woanders hinfahren, weil das könnte ein bisschen dauern, das Befüllen. Okay, gut, ich würde dann eventuell auch ein bisschen meine Feldarbeit übernehmen. Weil Sie scheinen ja sehr viel beschäftigt zu sein. Ja. Dann unterstütze ich Sie da ein bisschen auch. Wenn das eigentlich nicht mein Plan war. Okay, gut, dann bis gleich. Tschüss. Gleich, tschüss. Gut. Okay. Dann fahren wir mal da hoch. Jetzt schon wieder Radiosender suchen, ne? Das ist immer nervig. So, jetzt haben wir den richtigen. Irgendwie höre ich nichts. Ja,
Das ist ein bisschen arg laut. So. Der Harry ist hier schon wieder am Holz machen. Ich kann mal gucken, ob der Hans-Peter noch da ist bei seinem Laden. Dann würde ich nämlich gerade mal noch eine Frontladerschaufel kaufen. Bräuchte ich das bitte an den Radlader? Ja, habe ich mir eben auch. Ja. Macht ihr eine Silage oder was? Okay. Ah, hallo. 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 Was? Ah, ja, Herr Peter, sind Sie so vertieft gerade in die Arbeit? Ja, es ist. wenn ich Bestellung aufnehme, dann bin ich mal ganz vertieft. Ah, das ist gut, weil ich bräuchte auch was. Ja, können Sie. Herr Knoll, wie geht's Ihnen? Gut. Das freut mich. Eine Woche Urlaub gehabt, also. Oh, das sind Sie ja wieder topfit. Ja. Und sonst die Arbeit läuft? Haben Sie genügend Aufträge? Na, derzeit nicht so viel. Ihre war der letzte, jetzt ist. Okay. Bauen wir ja gerade was für uns selber. Ja, guten Tag. Und natürlich auch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Stromberger. Hallo. Muss natürlich auch sein, Herr Knoll. Ja, das steht. Was haben Sie gesagt? Muss natürlich auch sein, das muss ich mal selbst weiterentwickeln. Sehe. Okay. Boah, neue Hallen. Was kriegen Sie noch von mir, Herr Peter? Das rechne ich Ihnen dann aus. Ah, okay. Passt. Da rufe ich Sie dann nochmal an. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte schon. Ja. Tschüss. So, Herr Peter. Herr Una. Ja. Was haben Sie denn für eine, ich bräuchte irgendeine Schaufel. Eine Schaufel? Ja, für einen Frontlader. Hm. In, was haben wir denn da? Ich glaube New Holland Blau. Was kosten das? Eine Schaufel in New Holland Blau. 1600. Oh, so teuer. Mit oder ohne Steuer? Das ist ohne Steuer noch. 1600. Das sind, ja, dann würde ich davon eine nehmen. Ja. Können Sie die Express liefern? Oder ja, haben Sie da noch irgendwo eine rumstehen? Da habe ich, da ist sie. Hatte ich noch hinten stehen. Okay. Gut, vielen Dank erstmal. Das ja, war's schon. Ja, die Steuern gebe ich, sag ich Ihnen dann noch. Jupp, danke, tschüss. Tschüss. Herr Stromberger. So, sehr gut, haben wir gleich eine Schaufel gekauft. Voll praktisch mit so einem Schnellverschluss. Herr Baruna? Ja? Ich leg mich jetzt unter den Traktor und Sie fahren rüber. Warum denn? Ja, Sie haben das Misstrauensvotum gestellt. Ich muss aus dem Verkehr. Aber ich habe noch gar keine Ergebnisse gesehen. Ja. Trotzdem. Ich dachte, das wird in der Zeitung dann geschrieben. Trotzdem. Ich glaube nicht, dass das was wird. Okay. Was? Ja, dass dieses ich Bürgermeister bleibe.
Ach, die, ja. Also, ich leg mich hier drunter. Und sie fahren los. Okay, ich warte doch das Ergebnis ab, dafür bin ich zu neugierig. Aber Herr. Ja, Polizeileitstelle, Pörzing? Ja, guten Tag, Herr Stromberger. Ach, Sie stehen ja noch hier, oder? Stehen Sie noch beim Händler? Ja, ich stehe noch hier. Dann lege ich doch gerade mal auf. Hallo. Hallo. Gucken Sie doch mal ein bisschen nach dem Herrn Reinhardt. Nochmal. Sie müssen ein bisschen nach dem Herrn Reinhardt gucken. Wieso? Der wollte sich gerade unter meinen Traktor legen. Ja, ich werde mal drauf achten. Das nehmen Sie einfach mal ihn auf die Seite und verwickeln Sie ihn ins Gespräch. Nicht, dass der jetzt hier Suizid begeht. Ja, ich warte gerade auf einen Anruf oder. Okay. Wie heißt es? Post? Nein. Hier, das Freizeichen kommt hier. Also, das ist wahrscheinlich gerade noch im Telefonat. So, der ist, steht doch da drüben beim Händler. Gucken Sie doch mal rüber. Da, jetzt hat er. Passt ja auf, gleich springt er runter und probiert sich das Genick zu brechen. Nee, ich meinte den Waysafe gerade. Ach so. Ja. Was wollte ich denn vom Reinhardt? Ich rede vom Herr Reinhardt, dass der Suizid begehen möchte. Ja, das habe ich gerade mitgekriegt. Darauf achte ich. Ja, gut. Also, okay, bis dann, tschüss. Ja. Der ist auch verpeilt, ey. So, ich muss los. Schön im Auge behalten, den Fuzzi hier. Dass der mir hier vor die Karre springt. So, weiter geht's. Kümmere ich mich ein bisschen um meine eigenen Felder. Ach, der Jürgen hier. Fährt hier vorbei. So, dann werde ich gleich mal gucken, ob da jemand da ist. Na, das war ungeschickt, aber dafür kann ich nichts. Serverlags sind halt leider nicht ganz zu verhindern. Setzen wir den Frontleiter hier noch ab. Psasa, ein. Hallo, Herr Müller. Guten Tag. So, ich hatte vorhin mit Herrn Neumann telefoniert. Ja. Es geht darum, dass ich gerne meine Felder ein bisschen bearbeiten möchte. Was steht denn da an? Sie wollten ja Mist abholen und ich würde sagen, Sie kommen einfach mal kurz mit, oder? Das ist für meinen Privatgebrauch. Da muss ich aber erst meinen Anhänger vom Jürgen noch ein bisschen umbauen lassen. Von dem Herrn Rasex. Ja. Also ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich meine eigenen Felder bearbeite. Ja, dann muss ich mal ganz kurz hier. So. Passt das alles wieder? Entschuldigung, ich habe hier
Ja, dann kommen Sie einfach mal ganz kurz mit. Okay. Du. So, was muss man denn tun? Muss ich auch ganz kurz nachgucken. Ihre Felder sind die 67 und die 69. Moment, ich schaue mal gerade ins Grundbuch. Yep. Gut, die 67 und 69 ist ja schon abgeerntet. Heißt, es müsste gekruppert werden. Ach Und so. halt wieder angesät werden. Okay. Sie wissen aber auch nicht, ob der Neumann jetzt doch Interesse an den Feldern hat, oder? Weil Nee, ich weiß hatte ich die gerade zum leider nicht. Verkauf angeboten. Müssten Sie ihn fragen, aber das weiß ich jetzt ist leider auch gerade nicht. Okay, dann würde ich den nochmal schnell anrufen. Okay, dann rufen Sie den einfach mal Gut. kurz an. Jo. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Erinnern Sie sich daran, dass ich Ihnen die Felder angeboten hatte, oben beim Landhandel? Ja. Wie schaut's denn aus? Haben Sie vielleicht doch Interesse oder nicht? Nee, leider nicht. Okay, gut, dann schade. Okay, das war's schon. Danke. Tschüss.